Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Werde ein Egoist. Du hast richtig gelesen. Ich möchte dich heute dazu animieren und dazu aufrufen, egoistischer zu werden und mehr an dich selber zu denken. Und bevor das jetzt völlig falsch verstanden wird und du das irgendwie unmoralisch findest, möchte ich dir erstmal kurz erklären, was ich nicht meine. Ich meine nicht, dass du völlig rücksichtslos durch die Gesellschaft gehen sollst und dich über alles stellen sollst und einfach ja, kaltherzig sein sollst und die Leute missachten und ignorieren sollst. Das meine ich gar nicht. Sondern ich meine, dass du in bestimmten Situationen, und zwar immer dann, wenn es um dein Training geht, deine eigenen Interessen, deine eigenen Bedürfnisse mehr in den Vordergrund stellst und einfach dort egoistischer denkst. Und ich finde, das ist etwas ganz Normales und das sollten viel mehr Leute tun. Und ich möchte dir auch erklären, warum. Ich arbeite jetzt seit ziemlich genau 20 Jahren mit Menschen, betreue Menschen im Training, weise Menschen in das Training ein. Ich habe in der Zeit sehr, sehr viele verschiedene Situationen erlebt und kennengelernt. Das kannst du dir vielleicht vorstellen. Und es gibt sehr, sehr viele oder es gab sehr viele sehr ähnliche Situationen. Und zwar Menschen, die sich ihr ganzes Leben um andere Leute gekümmert haben und letzten Endes selber dabei auf der Strecke geblieben sind. Mütter, die sich immer um ihre Kinder kümmern, die immer alles für ihre Kinder machen, was natürlich auch völlig richtig ist, aber dabei sich niemals Zeit für sich selber nehmen. Und schlussendlich kommt es dann vor, dass manche Leute mit Depressionen oder Burnout dort sitzen und selber sehr viel Betreuung brauchen. Und ich denke, wenn man ein kleines bisschen egoistischer wäre, wenn man ein kleines bisschen mehr an sich selber denken würde, sich selber einfach pro Woche 2-3 Stunden regelmäßige Zeit für sich selber, für seine Bedürfnisse nimmt, dass es dann in vielen Fällen gar nicht so weit kommen muss. Wie komme ich auf die Idee und was hat mir den Anstoß zu diesem Video gegeben? Natürlich auf der einen Seite die Arbeit mit unseren Kunden, in denen ich solche Situationen einfach erlebe. Zum anderen aber auch eine völlig andere Perspektive. Ich war kürzlich auf einer Bildungsreise und bin dort geflogen. Und wenn du selber schon geflogen bist, dann weißt du das. Es gibt am Anfang vor jedem Start eine Sicherheitsbelehrung. Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter erklären einem, wie man den Sicherheitsgurt anlegt, wie man die Sicherheitsweste anlegt, wo man die Sicherheitsweste findet, wann und wie, wo die Sauerstoffmaske kommt. Und es gibt eine ganz, ganz wichtige Passage. Und ich habe das sehr gut beobachtet, weil ich bin dreimal geflogen. Ich hatte Verbindungsflüge. Und jedes Mal wird dieser Satz gesagt, in einem Notfall kümmere dich erst um dich selber, lege erst deine eigene Weste an und kümmere dich dann um Kinder und andere Menschen. Versorge dich erst mit Sauerstoff und kümmere dich dann um Kinder und um andere Menschen. Das ist ja auch ganz logisch, weil wenn du dich nicht erst um dich kümmerst, dann kannst du auch keinem anderen helfen. Genau das Gleiche lernt man auch im Ersthelferlehrgang, dass der Eigenschutz, der Schutz des eigenen Lebens, der eigenen Gesundheit immer an erster Stelle steht. Es bringt nichts, wenn du versuchst, jemandem zu helfen, dich dabei selber in Gefahr bringst und dann müssen zwei Leute gerettet werden. Feuerwehrleute lernen im Prinzip genau das Gleiche. Der eigene Schutz, das eigene Leben muss immer geschützt werden. Das ist etwas völlig Normales. Wenn das also in Not- und Gefahrensituationen so normal und so wichtig ist, ja, warum sollen wir es denn dann nicht im Alltag für uns selber anwenden und unser Leben einfach so verbessern? Ich möchte es nochmal auf eine andere Situation übertragen und zwar, vielleicht hast du schon erlebt, dass in deinem Freunden- und Bekanntenkreis einer schweren Krankheit erlegen ist und ja, irgendwie davon betroffen ist. Und natürlich betrifft das nicht nur die Person selber, sondern es betrifft auch die Familienmitglieder, die Freunde, die Angehörigen, was ja auch völlig normal ist. Und was passiert in dem Moment? In dem Moment verschieben sich die Prioritäten und man findet auf einmal Zeit für Dinge, die man vorher nicht gefunden hat. Dinge werden auf einmal wichtiger, andere Dinge treten in den Hintergrund. Die Zeit, die man zur Verfügung hat am Tag, ist ja eigentlich die gleiche. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Aber wie wir die Zeit nun bewerten und für uns einteilen, ist auf einmal ganz anders. Das hat einen ganz anderen Blickwinkel. Und ich denke, wenn wir etwas gesunden Egoismus betreiben und anwenden, und wenn dir das Wort nicht gefällt, dann nimm vielleicht das Wort Eigenverantwortung, dann denke ich, dass wir viele, viele Probleme im Kleinen gar nicht erst entstehen lassen. Die werden sich gar nicht erst aufbauen und somit wird es den Einzelnen und wahrscheinlich auch der Gesellschaft selber besser gehen.
Gut, das soll jetzt nicht politisch sein, aber im Prinzip ist es eigentlich das. Wenn jeder etwas mehr Eigenverantwortung aufbringt und sich um seine Dinge kümmert und dafür sorgt, dass es ihm selber besser geht, dann wird es in der Summe allen Leuten etwas besser gehen. Was möchte ich sagen? Ich möchte sagen, nimm dich selber ernst. Nimm dir selber wichtig. Nimm dir Zeit für dein eigenes Training. Das ist eine der wichtigsten Gesundheitsmaßnahmen, die du überhaupt für dich ergreifen kannst. Und wenn du gesund und fit und leistungsfähig bist und Spaß am Leben hast, dann kannst du dich auch um deine Mitmenschen, um dein Umfeld, um deinen Job und um alles viel besser kümmern, als wenn du selber immer nur powers, dich hinten dran stellst und letzten Endes keine Energie mehr hast, die andere Dinge umzusetzen. Und wenn du nicht genau weißt, wie du es machen sollst, frag uns. Nimm die Beratungstermine in Anspruch, wir helfen dir gerne weiter. Es gibt ja auch manchmal die Situation, dass man das Gefühl hat, Mensch, ich kann heute gar nicht trainieren, ich bin so schlapp, ich habe überhaupt keine Energie. Auch dann ist es gut, zum Training zu gehen und das Training vielleicht einfach umzustellen. Vielleicht machst du an dem Tag ein lockeres Training. Vielleicht machst du eine ruhige Ausdauereinheit, um den Körper mit Sauerstoff zu fluten. Vielleicht machst du auch ein Muskellängentraining im Flex, um einfach dafür zu sorgen, dass du Spannung aus den Muskeln abbaust und dass du so viel besser regenerierst. Es gibt immer eine Möglichkeit, wie man für sich selber etwas Sinnvolles und Gutes für seine Gesundheit durch Training tun kann. Gesunder Egoismus oder Eigenverantwortung, das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ich konnte dir einen Nutzen stiften. Wenn es dir gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Tschüss!